Herein, herein. Was bedeutet PR-Beratung aus unserer Sicht? Wir arbeiten als Betroffene für Betroffene. Wir wollen Neues im nicht-institutionellen Rahmen lernen. Wir wünschen uns mehr Angebote für PR-Beraterinnen. Wir wissen selber am besten, was für uns gut ist. Peerberatung ist der Weg zur Inklusion. Mein Ziel ist, dass ich nach dem Peer-Weiterbildungslehrgang aktiv dann auch arbeiten kann, als Peerberatung. Ich bin sehbehindert und zum Beispiel beim Blindenverband als Peerberaterin zu arbeiten oder auch wie ProCap zum Beispiel. Ja, das könnte ich mir selber vorstellen. Beratung auf Augenhöhe. Sie haben als Peerberaterin und Peerberaterin die Ausbildung. Ja, und du kommst mit einem Thema, das du für dich schon irgendwo verinnerlicht hast. Ich möchte eigentlich gerne das verändern. Also das stört mich einfach. Es gibt eine gute Kommunikation, das heisst GFK, gewaltfreie Kommunikation. Das erste ist Beobachtung. Du fühlst dich nicht ernst genommen, bist vielleicht mutig, bist vielleicht traurig und ich nehme ganz viel mit aus diesem Nachmittag, dass man sich auf Augenhöhe begegnen sollte, dass man sich auch immer wieder an das erinnern muss. Und am meisten nehme ich natürlich einen praktischen Tipp für mein Sonntagsproblem mit, das ist perfekt. Wo der BA gekommen ist mit dem Konzept für die Weiterbildung, habe ich da gelesen und habe, ich sehe jetzt noch so Wellenlinien mit dem Bleistift und so Fragezeichen können. So meine Zweifel dort drauf geschrieben. Und jetzt bin ich ganz sicher, dass das eine super Sache ist. Und ich wünsche euch allen, dass ihr an dem Punkt, wo ihr jetzt seid, könnt weitermachen und solche Lehrgänge vollbringen und zum Gelingen auch bringen.